ihr da? Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf, fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnars sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Nein. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Dein innerer Poet hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen.